Mensch, lass uns nach oben gehen und dasselbe tun wie Thorn und Caroline. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hinaufgehen sollten. Warum nicht? Wenn wir jetzt hinaufgehen, könnten wir die zwei vielleicht stören. Das will ich vermeiden. Ist das dein Ernst? Weißt du, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe? Vielleicht wäre es sogar besser, wenn wir das Haus verlassen würden. Rich, jetzt übertreibst du. Die werden uns schon nicht hören. Logan, ich möchte kein Risiko eingehen. Okay, mein Schatz, dann gehen wir eben. Dann ist niemand mehr da, der sie stören könnte. Maria müssten wir natürlich auch mitnehmen. Gute Idee. Das war doch nur ein Scherz. Aber die Idee ist gut. Rich, ich möchte dich heute Abend mit niemandem teilen. Also gut, dann werde ich jetzt kurz unter die Dusche gehen. Was willst du heute Abend essen? Rich, warte. Hast du nicht eben gesagt, dass keiner nach oben gehen soll? Ich werde so leise sein wie... eine Katze. Mexikanisch, Chinesisch, mir ist alles recht. Wenn du nur mitkommst. Donna, hi. Was für eine Überraschung, komm doch rein. Ich war gerade hier in der Gegend und... Donna, du bist hier immer willkommen. Oh, ich spüre etwas. Gibt es heute etwas Besonderes? Was? Feuer, Hitze, Ekstase, Leidenschaft. Wo ist Rich? Er ist oben und duscht gerade. Und wo ist Thorn? Naja, der ist auch oben. Allein? Nein. Wollt ihr gerade zum Essen gehen? Nein, eigentlich nicht. Oh, ihr habt wohl heute etwas Besonderes vor. Donna. Caroline ist oben mit Thorn im Zimmer und ich glaube, die beiden gehen zusammen ins Bett. Naja, ich weiß nicht genau, ob ich das gut finden soll. Willst du damit sagen, du hast dein Auge auf Thorn geworfen? Nein, das habe ich nicht gemeint. Es ist nur so, dass man manchmal so einen Gedanken im Hinterkopf hat. Du weißt schon, man ist zu früh aufgestanden, das Wetter ist schlecht. Und dann kommt man ins Träumen. Wie schön wäre es, wenn? Was würde passieren? Aber es ist nur ein Traum. Es war wirklich nur ein Traum. Also, die beiden sind jetzt wieder ein Paar? Ja, nach den letzten Wochen haben wir alle nur auf diesen Moment gewartet. Ich hoffe, du bist jetzt nicht zu sehr enttäuscht, Donna. Hör doch bitte auf damit. Glaubst du etwa, mein Herz zerbricht daran? Im Gegenteil, ich freue mich. Wirklich? Ja, für dich. Wenn Caroline und Thorn wieder zusammenkommen, dann kann das nur Gutes für dich und Rich bedeuten. Oh ja, allerdings. Du hast völlig recht. Ich sehe die Welt plötzlich wieder mit ganz anderen Augen. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Ich habe mir wirklich schon Sorgen gemacht. Hör auf. Du verdienst es, glücklich zu sein. Ich möchte, dass du auch glücklich bist. Ah, das werde ich. Und nebenbei gesagt, es ist nicht meine Art, hinter verheirateten Männern herzujagen. Ich muss jetzt gehen. Danke für deinen Besuch. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Lass es dir gut gehen. Mach ich. Bye. Bye. Eines Tages wirst du das alles verstehen. Dann werde ich dir sagen, warum ich dich gebeten habe, es nicht zu tun. Aber diesmal musst du mir einfach vertrauen. Ich bin in einer verzweifelten Lage. Bitte glaube mir. Ich habe keine andere Wahl. Bitte, Caroline.
Ich flehe dich an. Du darfst dich jetzt einfach nicht von Thorn scheiden lassen. Bitte tu es nicht. Thorn sagen. Rich. Hoffentlich habe ich dich nicht erschreckt. Was machst du denn hier unten? Oh, ich habe dich vom Schlafzimmer aus gesehen. Ich habe eigentlich angenommen, du bist mit Brooke beschäftigt. Es tut mir leid, ich habe euch beide vorhin zufällig im Wohnzimmer gesehen. Ist das nicht ein schöner Abend für uns alle? Warum gehst du dann nicht wieder zurück zu ihr? Sie wartet nicht gerne. Sie hat gerade Besuch von ihrer Schwester bekommen. Ich habe geduscht und danach wollten wir eigentlich zum Essen gehen. Wir wollten, dass ihr beide völlig ungestört seid. Seltsam, wenn plötzlich alles wieder so wie früher ist, oder? Eigentlich sollten wir uns ja darüber freuen. Ist es so nicht am besten? Ich bin sicher, du hast das Richtige getan. Besonders nach den letzten Wochen. Wovon redest du? Von dir und Thorn. Und wie sich eure Beziehung entwickelt hat. Ich bin wirklich glücklich darüber. Es scheint so, als ob ihr beide endlich wieder zusammengefunden habt. Ich freue mich für dich. Du bist ja großartig. Was? Das habe ich doch alles nur für dich getan, Ridge. Vergiss nicht, es war alles deine Idee. Ich bin bei Thorn geblieben. Ich habe mich von Thorn nicht scheiden lassen, aber nur, weil du mich darum gebeten hast. Und das ist wirklich der einzige Grund dafür. Tja, vielleicht habe ich meine Sache einfach zu gut gemacht. Thorn, ich habe sie alle überzeugt. Und weißt du, warum ich so überzeugend gewesen bin? Weil ich dich liebe. Mehr, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Nicht reinkommen? Ja, natürlich. Was ist denn passiert? Nichts, nur ein Glas ist kaputt gegangen. Wo ist Caroline? Ich weiß nicht, vielleicht ist sie unten. Wollt ihr nicht mit uns zum Essen gehen? Tja, Essen. Naja, eigentlich haben wir ja mit euch nicht mehr gerechnet. Wir haben eher gedacht, dass ihr beide heute ungestört bleiben wollt. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich gern mitkommen. Nein, ihr könnt ruhig gehen. Bist du sicher? Ja, Caroline und mir ist heute Abend nicht nach Ausgehen zumute. Aber frag sie besser selbst, vielleicht kommt sie ja mit. Wieso nur Caroline? Ich habe wirklich starke Kopfschmerzen. Können wir nicht ein andermal darüber reden? Es tut mir leid. Ich hoffe, es ist nicht meine Schuld. Nein, bestimmt nicht. Irgendwas bedrückt dich, das sehe ich doch. Brooke, was ist nur los mit mir? Bin ich denn wirklich so blind? Wie kommst du denn darauf? Ich kann nicht mehr zwischen Wahrheit und Illusion unterscheiden. Von wovon redest du überhaupt? Ich spreche von meiner Beziehung zu Caroline. Was mache ich nur falsch? Thank you.
erschreckt? Ich bin sprachlos. Was soll ich dazu sagen? Mach dir keine Gedanken. Ich habe sowieso nichts von dir erwartet. Mein Gott, Caroline. Tu nicht so, als ob dich das jetzt überrascht. Ich habe dir oft genug zu verstehen gegeben, dass ich nur deswegen mit der Scheidung gewartet habe, weil du mich darum gebeten hast. Aber du kannst doch nicht leugnen, dass ihr euch in der letzten Zeit tatsächlich wieder näher gekommen seid. Nein. Nein, ich habe Thorn wirklich gern. Er ist mein bester Freund. Ich genieße es wirklich, mit ihm herumzualbern. Ich liebe es, wie kindisch er manchmal ist und dann doch wieder so vernünftig. Dein Bruder ist ein außergewöhnlicher Mensch. Aber für mich wird er nie mehr sein als ein Freund, Rich. Niemals. Verstehst du mich? Nur ein Freund. Und das hat der Arme einfach missverstanden. Ich glaube, dass wir dich alle missverstanden haben. Das überrascht mich aber. Ich verstehe es gerade noch bei Stephanie und Eric. Selbst bei Brooke und Thorn kann ich es irgendwie noch begreifen. Aber was ist mit dir, Rich? Du solltest doch besser als jeder andere wissen, dass ich nach wie vor fest dazu entschlossen bin, mich von Thorn scheiden zu lassen. Ja, wirklich, es erstaunt mich. Gleichzeitig enttäuscht es mich. Ich bin enttäuscht darüber, dass du immer noch nicht aufhören willst, mich misszuverstehen. Caroline, wir haben dich doch zusammen mit Thorn gesehen. Du bist gut gelaunt gewesen. Du hast dich wohlgefühlt, du warst liebevoll. Was glaubst du, hätten wir denken sollen, als wir dich so gesehen haben? Caroline, du liebst diesen Mann. Nein. Es gibt nur einen einzigen, den ich liebe, nämlich dich. Ich liebe Thorn. Aber auf eine ganz andere Weise als dich. Er ist mein Freund. Wir haben viel Spaß miteinander. Aber es hat nichts Romantisches. Also gut, nichts Romantisches für mich. Aber eins habe ich heute begriffen. Und ich schäme mich so schrecklich dafür. Ich bin heute einfach nicht fair zu Thorn gewesen. Ich habe ihn schlecht behandelt. Ich habe ihn so schlecht behandelt, als ob er mein schlimmster Feind wäre. Ich habe ihm nur etwas vorgespielt. Ich habe ihn ständig angelogen. Ich habe ihn hintergangen, auf die schlimmste Art und Weise. Ich habe es zugelassen, dass er glaubt, mein Herz zu besitzen. Er besitzt es nicht, Rich. Er wird es nie besitzen. Rich, ich schäme mich so, dass ich das getan habe. Er ist so ein wundervoller Mensch. Und jetzt ist er völlig verwirrt und er ist sehr frustriert und er ist sehr wütend. Es ist vorbei, Rich. Ich werde dieses Spiel nicht länger mitspielen. Ich werde ihm heute Abend noch sagen, dass ich die Scheidung will. Konnte ich mich nur so täuschen? Habe ich die letzten paar Wochen und alles, was passiert ist, einfach nur geträumt? Nein! Nein, das kann nicht sein! Brooke, du hast uns doch zusammen gesehen! Sei ehrlich, sind wir nicht wie ein ganz normales Ehepaar gewesen? Ja. Sag mir bitte die Wahrheit. Ich muss unbedingt wissen, ob ich die letzten Wochen mit Caroline nicht einfach nur geträumt habe. Thorn. Ich schwöre dir, dass wir in der letzten Zeit alle den Eindruck gehabt haben, dass ihr euch so nahe gekommen seid wie nie zuvor. Ja, also habe ich recht. Es liegt nicht nur an mir. Nein, das ist alles wahr. Kannst du mir bitte erklären, was das zu bedeuten hat? Also gut, ich wollte heute mit Caroline einen romantischen Abend verbringen. Aber sie wollte überhaupt nichts mit mir zu tun haben. Bist du dir da vollkommen sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich habe es doch selbst gehört. Sie hat wirklich gesagt, sie will nichts mehr mit dir zu tun haben? Nein, sie hat nur gesagt, sie möchte etwas essen. Also habe ich sie gefragt, ob wir uns etwas aufs Zimmer bringen lassen sollen. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass es ein wunderschöner und romantischer Abend wird. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass sie etwas dagegen gehabt hätte.
Und was war dann? Sie hat ganz einfach abgelehnt und gesagt, dass ich sie in Verlegenheit bringe. Ich sollte sie nicht zwingen, Dinge zu sagen, die sie nicht sagen will. Was glaubst du, hat sie damit gemeint? Das ist doch ganz offensichtlich. Sie hat einfach nicht den Mut, mich zurückzuweisen. Sie hat einfach Angst davor, wie ich darauf reagiere. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken will. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was sie wirklich vorhat. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass von meiner Zuversicht und Hoffnung für die Zukunft nur noch Verwirrung und Frustration übrig sind. Warum tut sie mir das nur an? Ich habe keine Ahnung von. Ich weiß es nicht. Ich muss eine Antwort darauf finden. Wenn sie mich wirklich liebt, warum will sie dann nicht mit mir ins Bett gehen? Und wenn sie es nicht tut, warum spielt sie mir dann etwas vor? Ja, genau, das ist es. Sie spielt mir nur vor, meine Frau zu sein. Und ich muss herausfinden, warum sie das tut. Du darfst es ihm heute nicht sagen. Nicht heute Abend. Und warum nicht? Es ist nicht abzusehen, was dann passieren würde. Sag mir doch bitte, was dann so Schlimmes passieren würde. Hast du etwa Angst, dass ich dann vor deiner Tür stehen werde? Ist es das? Das ist doch nicht dein Ernst. Doch, ich meine es sehr, sehr ernst. Was glaubst du denn, was ich tun werde, Rich? Nach meiner Scheidung direkt in deine Arme laufen? Du hast mir doch zu verstehen gegeben, dass du das nicht willst. Das ist lächerlich, daran habe ich nie gedacht. Bist du da sicher? Wenn das dein großes Problem sein sollte, dann versichere ich dir, dass ich nichts derartiges vorhabe. Das weiß ich doch, Caroline. Aber warum verbietest du mir dann, ihm die Wahrheit zu sagen? Dass ich nicht mehr mit ihm verheiratet sein will? Das kann ich dir leider nicht sagen. Es tut mir wirklich leid, aber ich kann es dir nicht sagen, nicht jetzt. Siehst du nicht, wie unglücklich ich bin? Ich habe das Gefühl, von dir ausgenutzt zu werden. Glaubst du vielleicht, das ist fair, Rich? Oder ist dir das alles völlig egal? Sieh mich an, traust du mir das etwa zu? Ich weiß gar nichts mehr. Du hast das Unmögliche von mir verlangt. Und ich habe das Unmögliche getan, solange ich konnte. Du zwingst mich dazu, mit anzusehen, wie ein Mann, den ich wirklich sehr gern habe und den ich respektiere, durch meine Schuld den Boden unter den Füßen verliert. Ich kann ihm nicht noch länger wehtun, Rich. Verlangst du wirklich von mir, dass ich ihn noch weiter quäle? Er ist doch schließlich dein Bruder. Rich, bitte. Wir dürfen ihn nicht noch mehr verletzen. Er hat schon genug mitgemacht. Bitte, bitte verlang das nicht von mir. Vielleicht würde ich es sogar tun. Wahrscheinlich würde ich alles für dich tun. Aber es wäre falsch. Siehst du das nicht? Siehst du nicht, wie falsch das alles ist? Du hast recht. Du hast recht.